16-07-13 war das Enigma. Ich wollte vor allem eine Frage von meiner Cousine beantworten. Okay, die Frage ist wahrscheinlich auch gekommen, weil was ich vorher geschrieben hatte, ist vielleicht etwas zweideutig. Es ging um das Thema Testosteron und ich hatte geschrieben, du würdest sicher auch schick aussehen, als Mann verwandelt. Und mit dem kleinen Wörtchen auch wollte ich eigentlich sagen, du siehst schick aus, so oder auch als Mann. Und du hattest vielleicht verstanden, auch, dass so praktisch ich und du oder so. Also und deswegen hattest du ja dann geschrieben, ob ich jetzt wirklich vorhabe, wirklich mich total als Mann umzuwandeln. Also in erster Linie will ich nochmal betonen, dass ich das Wörtchen auch mehr meinte, ja, du bist schick vorher oder auch als Mann. Und zweitens, wie ich schon im Video Nummer 162 in Deutsch erklärt hatte, ich will den Namen meines YouTube-Channels, das Wort Androgyny, anhängen, das praktisch bedeutet, halb männlich oder weiblich. Es gibt noch andere Wörter, wie zum Beispiel non-binary oder gender fluid, aber das Wort androgyny gefällt mir besser. Auch wie ich schon erwähnt habe im Video Nummer 162, in manchen Fällen würde ich wirklich gerne 100% männlich erscheinen, zum Beispiel, wenn ich nachts spät nach Hause gehe und ich hasse es, wenn mir normalerweise immer Männer nachspionieren, wo ich wohne, oder auch in gefährlichen Situationen, wie zum Beispiel, wo ich von Gran Canaria bis Deutschland mit dem Lieferwagen auch nachts übernachtet habe an Autobahnen bei solchen gefährlichen Situationen. Da fühle ich mich sicherer, wenn ich praktisch als Mann auftreten kann. Oder auch wenn es manchmal schwierige Situationen, dass man da habe ich mich auch oft früher gefühlt, ich muss jetzt an einen Mann rufen, um da mit diesen oder jenen Leuten da zu sprechen, weil sie mich mehr respektieren als mit einer hohen Frauenstimme. Ha, was hast du denn zu sagen? Ja, übrigens, man jetzt besonders morgens ist die Stimme noch fast noch tiefer. Okay, wenn ich jetzt so, weil, ja, wie gesagt, morgens und auch überhaupt, ich war jetzt zuerst 26 Tage Testopatch, dann ist mir das Testosteron ausgegangen, weil ich im Moment, Spanien dauert eine Ewigkeit, muss man ganz lange warten, bis man erst Psychologe oder ein Endokrinologe und wie gesagt, ich hatte schon den Flug gekauft nach Deutschland und dann war ich eine Woche ohne und dann habe ich im Internet irgendwo jetzt wieder bekommen. Anker Farm habe ich im Moment, aber ist auch sehr teuer, wenn man es selbst kauft und schwierig, viele Fragen beantworten. Jetzt bin ich Androgel, nämlich habe ich die
am Anfang nur die Hälfte genommen und jetzt teile ich mir einen Beutel, 50 Milligramm pro Beutel, ein in drei Teile. Das tue ich. Normalerweise muss man nach dem Duschen, aber man sollte morgens eigentlich, aber ich tue lieber abends duschen, dann tue ich ein Drittel nach dem Duschen, dann am nächsten Morgen ein Drittel und dann noch einen dritten Teil am nächsten Abend. Das heißt, die Packung würde mir für eineinhalb Monate reichen. Es geht auch darum, ja, zuerst hatte ich gedacht, ja, vielleicht nur die Hälfte, also das für 2 Monate reicht, aber es geht auch darum, ich will, dass die Menstruation, monatliche Blutung, wirklich 100% aufhört und ja. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt seit 3. Juli in Deutschland hier bei meiner Mutter. Und hier in Deutschland bin ich nur für Notfälle von spanischer Krankenversicherung abgedeckt. Also hier habe ich keine Hilfe zu erwarten von Thema Blutuntersuchung und so weiter. Aber ich würde schon gern in dieses System, aber das würde bedeuten, war gerade bei der AOK und man könnte sich freiwillig versichern, das kostet 170 € etwas mehr. Und weil, okay, man könnte zum Arbeitsamt, aber dann muss man auch fest in Deutschland bleiben. Und ich habe ja noch meine ganze Wohnung und viel zu tun dort. Ich muss mindestens noch paar Mal hin und her fliegen. Kompliziert.